Wir schreiben den 15. November und das ist der Namenstag für einen schönen und beliebten Namen in Österreich, für alle Leopolds und Leopoldines. Unser Felix Dvorak hat sich eine ganz besondere Würdigung für alle Leopolds und Leopoldines ausgedacht. Bitte, Felix Dvorak. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie gesagt, der heutige Tag ist ein ganz besonderer Tag, denn heute feiern alle Leopolds und Leopoldinen Namenstag und ich möchte gerne mit Ihnen feiern und erhebe mein Glas und trinke auf das Wohl unserer Beudeln. Zum Wohl. Meine Damen und Herren, sollte vielleicht unter Ihnen ein Leopold oder eine Leopoldine sein, so ist das Namenstagskind eingeladen, hierher zu mir zu kommen und mit mir anzustoßen. Liebe Beudeln, der schöne Name Leopold bedeutet im Volke kühn und stammt aus dem Germanischen. Also sollte jemand Leopold Smetana oder Leopoldine Klapatutschnik heißen, etwa, er ist trotzdem urgermanisch. Aha. Wie ist der Name, bitteschön? Leopold Blaha. Leopold Blaha, woher kommen Sie? Also, ich bin ein Nordgermane. Ein Nordgermane, Sie sind aus dem Waldviertel. Ja, ich bin aus Brunn am Gebirge. Na, also. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Der Name Leopold birgt ja bei uns in Österreich für Geschichte und Tradition. Lassen Sie mich bitte vielmals ein bisschen ausholen, denn... Christian, wie ist der Name? Leopoldine Wagner. Leopoldine Wagner, alles Gute zum Wohl. Zum Wohl. Mit Markgraf Leopold I. begann die Herrschaft der Babenberger. Er vertrieb die Ungarn aus dem mittleren Niederösterreich und errichtete seine Residenz in Melk an der Donau, von wo er auch seine Steuern einnahm. Bitte, heute gibt es nicht nur Melk an der Donau, sondern überall, wo ein Finanzamt steht, wird gemolken. In diesem... Grüß Gott, Tag, wie ist der Name? Leopold Holthaus aus Baden bei Wien. Ah, aus Baden. Lieber Leopold, alles Gute. Prosit. Alles Gute zum Namenstag. Dieser Leopold I. hieß der Erlauchte. Also ich muss Ihnen sagen, mein Finanzbeamter heißt nicht Leopold, ist aber auch Erlaucht. Leopold II. Gründete das Stift Göttweig. Grüß Gott, wie ist der Name bitte? Meizner Leopoldine. Die Frau Meizner Leopoldine, woher kommen Sie denn? Aus der Donaustadt. Aus der Donaustadt, Kagran, lebe hoch und alle Leopoldinen. Zum Wohl, Prost. Leopold der Schöne hat heute sehr viele Nachfolger. Grüß Gott, guten Tag, wie ist denn der werte Name? Leopold Sturz, ein echter Wiener. Leopold Sturz, ein echter. Herr Leopold Sturz, ein Wohl auf Ihren Namen, auf Leopold. Alles Gute. Leopold, dem Heiligen verdanken wir die Gründung der Stifte Klosterneuburg und Heiligenkreuz. Die niederösterreichischen Kinder verdanken ihm den heutigen schulfreien Tag. Leopold, der... Guten Abend, wie ist der werte Name? Leopoldine Kos. Leopoldine Kos, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ebenfalls. Prost. Bleiben Sie so hübsch, wie Sie sind. Leopold IV. War auch Herzog von Bayern und hat den Beinamen der Freigebige. Also die Ehefrauen brauchen Sie heute nicht ärgern, wenn der Herr Ehegemahl, der Leopold, vielleicht eine Runde mehr ausgibt, nicht wahr? Weil es ist... Gefrau. Alles Gute. Eine Frage. Wie sind der werte Name? Winter Leopoldine. Also herrlich, wunderbar. Alles Gute. Ja. Haben Sie einen schönen Sommer. Leopold V. war der Sohn von Heinrich Jasomirgott. Wir verdanken ihm unsere rot-weiß-rote Fahne. Außerdem ließ er den König Richard Löwenherz in Erdberg im 3. Wiener Gemeindebezirk verhaften und als Geisel in Dürnstein
in Kerker hineinwerfen und nicht wahr? Also, dort ist er monatelang ist er gesessen als Geisel, der Ding. Man nannte ihn den Tugendhaften, den Leopold den V. Zum Ayatollah Khomeini sagt man anders, aber der heißt ja nicht Leopold. Aber zwieden Sie nicht, meine Frau. Ich wünsche Ihnen alles Gute, alles Gute. Prost, meine Frau, Prost. Leopoldine Fähringer. Leopoldine Fähringer, alles Gute, Frau Fähringer, alles Gute. Leopold der VI. Gründete Lilienfeld und verlieh 1912 den oberösterreichischen Enz das Stadtrecht. Bitte erst 9 Jahre später verlieh dieses Stadtrecht auch Wien. Deswegen heißt er auch der Glorreiche. Meine Frau, Sie heißen auch Leopoldine? Ja, Strnad. Strnad, Leopoldine. Nein, wunderbar. Liebe Leopoldine Strnad, ein frohes Namenstagsfest. Alles Gute. Kaiser Leopold der I. wehrte die Türken ab und gilt als erster Barockkaiser. Barockkaiser. Außerdem ließ er auf dem Kahlenberg eine Kirche errichten. Seither heißt der Kahlenberg Leopoldsberg und der Kahlenberg heißt Kahlenberg. Das reißt nicht an. Ja, Frau, wie ist der Name? Wie war das? Bruchheil Leopoldin. Ja, so was. Alles Gute. Alles Gute. Und Teuertag. Bei Leopold Figl bedanken wir uns für den österreichischen Staatsvertrag, bei Leopold Wagner für den Kärntner Dialekt und bei Leopold Graz für die Umleitungen. Grüß Gott, wie ist der Name? Madeleine Leopoldine. Wie war das? Madeleine Leopoldine. Liebe Leopoldine, es ist mir ein Wiesenfest. Leopoldine, alles Gute. Zum Wohl. Schönen Abend noch. Hiermit begrüße ich alle Autofahrer in der Leopoldstadt. Aber ich grüße auch alle Leopolds in Leopoldschlag am Mühlviertel, Leopoldsdorf bei Litschau, Leopoldsdorf in Steinfeld und Leopoldsdorf in Marchfeld. Jawohl. Ich wollte... Leopoldine. Leopoldine Weiß. Leopoldine Weiß, ja ängstlicher deutscher Name. Aus St. Erdberg in Dritt. Wo ist denn Richard Löwenherz? Leopoldine, bitte darf ich Ihnen ein Bussi geben? Bitte. Alles Gute. Alles gut. Nun verbeuge ich. Nun verbeuge ich mich vor allen Beuteln, am tiefsten vor denen vom Leopold Steiner See, der ist nämlich 158 Meter tief. Ich meine, Darf ich mir erlauben, mit Ihnen anzustoßen, Herr Dvorak? Na bitte, vielmals, Sie heißen ja Martin zum Glück. Na, das ist ein Irrtum. Ich heiße Martin Erich Bernhard Leopold. Nein. Ja. Leopold! Ihr das gefreut mich zum Wohl. Zum Wohl. Bussi. Nach allem, was ich heute hier gesehen und gehört habe, weiß ich erst, was ich an einem coolen Kampf hatte.